Hallo allerseits, jetzt habe ich gerade die Hasen rausgelassen zum Hüpfen. Jetzt hat es zu regnen angefangen. Heute früh hat es schon in Strömen geschüttet und jetzt hat es gerade aufgehört und ich dachte, ich nutze die Gunst der Stunde und lasse die Babys hüpfen. Aber jetzt hat es wieder angefangen. Ich bin heute nur zur Hälfte geschminkt, weil ich heute eigentlich für meinen Beauty-Kanal ein Schminktutorial abdrehen wollte. Will ich immer noch, aber ich finde nichts, wo ich mich hinsetzen kann. Vom Platz her. Und vom Licht, dass es passt, dass der Hintergrund schön ist, dass ich die Kamera platzieren kann, dass man dann mein Gesicht sieht und alles und hinten kein Gitter ist. Weil dummerweise, obwohl ich jetzt hier diese schöne Trennwand habe, diesen schönen Raumteiler vorm Fenster, sieht man dann trotzdem wieder Gitter, das alte Zeug da, was nicht schön ist. Und ich hätte halt gern, dass man entweder das sieht, aber das geht dann mit dem Licht nicht, weil ich dann auf einer Seite einen Schatten habe. Und jetzt habe ich schon meinen kompletten Schminktisch verschoben, habe ihn jetzt aber wieder zurückgestellt, weil ich dachte, ist ja Blödsinn, ich kann ja nicht jedes Mal alles verschieben. Da wären ja dann die Möbel auch kaputt. Und während dieser ganzen Umräumaktion und dem Ganzen ist der Akku von meiner Kamera leer gegangen. Deswegen muss ich jetzt erstmal den Akku laden. Und in der Zeit wollte ich die Hasen hüpfen lassen und wollte das Thumbnail für den Vlog heute Abend machen. Aber jetzt hat es wie gesagt zu regnen angefangen und ich werde die Babys wohl jetzt wieder versuchen reinzuholen. Dabei wird dann wahrscheinlich mein restliches Make-up, was ich schon aufgetragen habe, verschwimmen. Ich weiß immer noch nicht, was mit Emily ist. Sind jetzt eigentlich alle draußen? Also ihr Nest ist nach wie vor da. Allerdings sind irgendwie alle in Emilys Nest, Holly und Lotte und Simba. Also ich weiß nicht, ob das jetzt nur eine Phase ist. Ich hoffe es wirklich, dass sie nicht wirklich schwanger ist. Naja, heute früh wollte sie dann aber gleich wieder, also musste sie gleich in den Nest schauen, aber sie hat sich kein Fell ausgerupft, was Lotte ja dann auch immer macht. Vielleicht sind es die Hormone. Naja, ich werde jetzt mal schauen, wo meine Babys sich verkrochen haben. Es regnet nicht schlimm, aber es regnet halt. Ach, und nebenbei bin ich noch am Musik suchen für die Vlogs. Irgendwas Schönes, so ein paar Stücke, die immer wiederkehren, mit Wiedererkennungswert und die halt immer jeweils passen. Die Hasen scheint der Regen nicht groß zu stören. Emily sitzt hier und futtert Gras. Da ist Simba. Was macht ihr? Oh nein, sie buddeln das Loch auf. Schaut bloß, dass ihr da wegkommt. Das ist das böse Loch. Da hat Bruno mal eine Nacht verbracht. Das mache ich gleich wieder zu. Es regnet nicht so schlimm. Ihr könnt draußen bleiben, aber oben bitte. Komm. This is how it ought to be. Every day should be like a hovering cloud. So, ich habe es jetzt doch noch geschafft, mein Video abzudrehen. Und zwar habe ich es jetzt im Schlafzimmer auf dem Fußboden gedreht. Das ist mein Setup. Die Wärmflasche hat da nichts zu tun. Ich wollte die nur nicht, dass man die im Hintergrund sieht. Aber ansonsten bin ich jetzt fertig. Und jetzt werde ich dann zu Ende putzen und dann mache ich meinen Spaziergang und im Anschluss werde ich das Video dann auch noch schneiden. Das war jetzt eigentlich eine ganz gute Lösung, das hier zu machen, auch vom Licht her, obwohl zwischenzeitlich, glaube ich, ein bisschen die Sonne rausgekommen ist, dann wurde es wieder heller. Ich hoffe, es ist nicht zu überbelichtet, aber sicher nachher regnet das jetzt wieder? Nö. Ich glaube nicht. Eine Babykröte. Das ist ein unwegsamer Weg. Ich bin jetzt. Jetzt hat es aufgehört. Ich wollte euch gerade das Flötenkonzert zeigen, was ich hier gratis bekomme. Ah, jetzt geht's wieder los, auf das ich aber gut und gerne verzichten könnte. Weiß nicht, ob ihr es hören könnt, jetzt hat es auch wieder aufgehört. Vielleicht hat mich der Flöter erhört. Nee,
flötert immer noch. Naja, ich bin irgendwie so lustig. Ich komme rein, bin noch nicht mal ausgezogen, habe hier sogar noch meine Tasche umhängen und habe angefangen, eure Kommentare unter meinem letzten Foodtag auf meinem Beauty-Kanal, ja doch, natürlich, meinem Beauty-Kanal, auf meinem Beauty-Kanal zu beantworten. Hier so halb fertig. Nebenbei streiche ich noch Holly, die hier sitzt. Und Lotte möchte ins Badezimmer. Die habe ich auch noch gestreichelt. Vielleicht sollte ich mich mal ausziehen und Hände waschen und sowas. So, dann zeige ich euch mal mein heutiges Outfit of the Day. Ist ganz simpel. Ich trage ein weißes T-Shirt, darüber den peachfarbenen Cardigan von Lara. Ich glaube, er ist von China. Dann Skinny Jeans von H&M. An Accessoires trage ich die Blümchenohrringe passend zum Cardigan, die Sternzeichenkette von meiner Oma und die zwei goldenen Armbänder. So, ich werde jetzt auch... Worauf wartest du? Ich werde jetzt... Ich habe nur einen Platz für euch. Wow. Oder auch nicht. Hier besser? Nein. Oder doch? Geht doch. Ich werde jetzt das Video für meinen Beauty-Kanal schneiden, das ich heute gedreht habe, das Make-up-Tutorial. Oh, dieses Geflöte. Hoch, Vorsicht, Lotte. Was wären das für Standübungen? Jetzt hat sie sich erschrocken. Mein Bauch knurrt. Ich mache die Kamera an und mein Bauch knurrt. Ich habe jetzt aber auch Hunger. Ich habe jetzt das Video zu meinen Smoky Eyes fertig geschnitten. Und jetzt mache ich mir Abendessen. Und zwar... Nee, erstmal kriegen die Babys was. Mal schauen, ob ich noch Karotten draußen habe. Ich habe ihnen heute Mais mitgebracht. So ein bisschen grün ist hier noch. Oh Leute, nicht so schnell, nicht so schnell, nicht so schnell. Pizza, 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 Pizza. Hier. Pizza Simone zum Aufheben. Ja, also 20 Minuten. Mein Regal hat sich um einen Deko-Gegenstand erweitert. Im untersten Fach ist jetzt Emily zur Deko. Das ist übrigens der Look, den ich für euch geschminkt habe. Die Sonne kommt. Wir sehen uns morgen wieder um 19 Uhr. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis morgen.